beginnen wir mit 1933. Das habe ich ja miterlebt. Ich bin ja sozusagen Zeitzeuge. Ja, geboren bin ich in der Weimarer Republik und möchte gleich von meinem ersten Medienerlebnis erzählen, was noch nicht den Film direkt betrifft, sondern den Rundfunk. Das war im Jahre 1934. Da war ich schon 2 Jahre alt und es ist meine erste mediale Erinnerung überhaupt, die ich gehabt habe. Also 1934, da entstanden schon ganz wichtige Filme. Vorher, wie ein Jahr vorher, der Film von Herrn Kosterlitz, meine ich, der schöne Saul. Und den hat er gedreht mit Max Hansen. Ja, das war ja ein ganz bekannter Künstler, Karlauer und Kabarettist und alles Mögliche. Und mit Valeska Gerd. Also diese Frau habe ich gleich gemocht. Ich habe sie als Zweijähriger ja aber noch nicht gesehen, weil ich noch nicht im Kino war. Aber wäre ich ins Kino gegangen, hätte ich schon viele Filme von ihr sehen können. Mein Name ist Dietrich Kuhlbrot und ich habe im Radio zum ersten Mal gehört eine Rede von Hindenburg. Das ist meine allererste Erinnerung. Ich war 2 und da kam die Familie, die um mich rumsaß in Lichterfelde West, denn die Kuhlbrots ist ja ein ganz bekannter Name, die stammen aus Berlin Lichterfelde West. Und in Lichterfelde West saß ich auf dem Balkon der Ringstraße 38, 39 und dann kamen die mit einmal auf mich zu, stürzen, das macht mir Kopfhörer über beide Ohren. Und dann kriegte ich so ein Radiogerät in der Hand, das wäre heute genial. Das hatte weder einen Stromanschluss, noch hatte es Batterien. Und funktionierte. Ich habe die Rede nämlich gehört, die Rede von Hindenburg. Und die waren so ergriffen, dass mich auch ein Schauer ergriff, weil sie das flüsterten. Du, was du da hörst, das ist Hindenburg. Und das weiß ich bis heute, von 1934, bis heute 2014, nee, wir 15 haben wir schon, nicht? Also ein Jahr später, ist eigentlich eine ganz schön lange Zeit. Und um das nochmal zu beschreiben, das war so ein Kegel, der so aus einer schwarzen Masse bestand. Und obendrauf war eine Nadel angesetzt und die kratzte ganz leicht an diesem Kegel herum, bis irgendein Punkt gefunden war, wo eine Radiowelle eintreten konnte. Das bedeutete, du musstest mit dieser genialen Technik mit äußerstem Zartgefühl umgehen. Deshalb das Flüstern. Und bitte? Deshalb das Flüstern auch der andere. Ja, ja, ja. Also ja, weil es eben ein ganz großes Erlebnis war. Nein, hatte ich nicht. Obwohl das hätte ja durchaus der Fall sein können und das wäre mit dem Film auch gewesen. Weil es dabei um unseren neuen Reichskanzler und Führer Adolf Hitler ging, der eine gewisse Affinität zu schönen Jungs hatte. Und dieser Saul war eben ein ausgesprochen schöner Knabe. Und für den interessierte sich Hitler sehr, verlor also eigentlich alle Kontinenz, machte dem Avancen, hatte den total lieb und das schildert, dieser Film hatte sich ja eigentlich bis dahin nie so richtig distanziert von, wie man heute sagen würde, damals wäre das Wort einem nicht in den Mund gekommen, schwulen Leuten. Aber er hatte ausgesprochen schöne, sagt man SA-Soldaten, nee, SA-Uniformträger, sag ich mal so neutral, um sich. Und dann gab es ja auch eine richtig, wie man heute wieder sagen würde, schwule Truppe, die von Herrn Röhm geführt wurde. Und das war also alles nichts Besonderes. Man fragte ja auch Hitler, da gibt es ja Dokumente über Dokumente, die man heute sehen oder nachlesen kann, wenn er gefragt wurde, ja, mein Führer, Sie sind jetzt gar nicht verheiratet, wie sieht es denn da mit Frauen aus? Das heißt, man hat nicht so direkt gefragt, aber drumherum geredet. Und dann sagte er, oh,
Hitler nicht. Ich habe eine Frau. Und diese Frau, mit der bin ich verheiratet. Und ich bin verheiratet mit dem ganzen Großdeutschland. So, damit war die Sache erledigt. Was nun anstelle der Frau aber eigentlich jetzt zum Beispiel hier sexuell war, das war damit ja nicht beantwortet. So, der Film Der schöne Saul wollte das beantworten. Und dieser Jüngling, der wahrscheinlich, stelle ich mir vor, so aussah eben wie Valeska Gerd. Ja, ich habe das jetzt alles wieder. Ja, Gedächtnis muss man aktivieren. Da gab es dann Intervention dadurch, dass also Störung die SA auftrat. Also die SA, die ja dann selber mit ihrer schwulen Abteilung verfolgt wurde und so weiter und so weiter. Aber die wurde natürlich auch geschickt, von wem auch immer. Und jetzt wollten die das durchpowern, trotzdem. Egal, wenn die da kommt und Störaktionen macht, das war alles signalisiert worden, die ersten Anzeichen waren da. Nein, wir machen diesen Film. Und dann haben die diesen Film auch weitgehend betrieben, also Aufnahmen gemacht. Und dann schließlich passte Herr Kosterlitz aus Ehrgeiz, denn er wollte ja mit seinem ersten Film, der fertig war und wo schon die Termine da waren, wo er feierlich, das war ja damals so Kinopremieren immer ein großes Ereignis, für so eine Stadt in Berlin sowieso, da wollte er diesen Film eben mit zu diesen ersten Film zur Premiere bringen und so weiter. Nein, der Film war ja auch schon da, das stand bevor und das wollte er nicht verhindern, dadurch, dass es zu einem riesigen Skandal kam. So, und was geschah? Und das ist auch eben noch nicht zu Ende erforscht, obwohl wir ja Material haben. Es sind also ja Bücher dazu erschienen und dies und jenes. Aber diese Quellenforschung müsste man noch etwas stärker betreiben. Wieso kam es dazu, dass SA-Leute bei der Premiere da waren und Rabatz machten mit Tomatenschmissen, lärmten, die Leute alle aufwiegelten, die da saßen. Ich stelle mir vor, die riefen Scheiß, Film, Juden raus und was damals so alles üblich war. Ja, und sein erster Film, Kosterlitz, der lief nur 20 Minuten auf der Premiere und dann geschah zweierlei. Der Film wurde abgebrochen und mit der Karriere von Herrn Kosterlitz war es zu Ende. Es passierte nie etwas. Die verschreckten Darsteller, also der Jüngling, Valeska Gerd, verließ noch in derselben Nacht Deutschland. Und ein Tag später war Max Hansen schon in Dänemark. Und da hatten die dann noch erfolgreiche Karrieren und so weiter und so weiter. Aber das geht jetzt alles zu weit. Das war also der erste massive Eingriff in dieser, wo wir die Ansätze zur Forschung gefunden haben. Das Material, das gedrehte Material, ist nicht aufgetaucht. Also man kann sich ja vorstellen, dass es nicht gerade sorgsam behandelt wurde. Das Göppel-Ministerium war damals schon für den Film zuständig und ging ja rigoros vor, wie wir in allen Einzelheiten sagen können. Aber wenn es in irgendeinem Eckchen ist, eine Sequenz wäre so schön. Eine Sequenz, Valeska Gerd, möchte ich sehen. Ja. Also wirklich. Nein, ich habe sie eben leider nicht persönlich kennengelernt. Für mich ist sie nur eben ein Ereignis der Medien, das heißt also Bühnen und die Auftritte und so weiter, aber eben auch des Films. Und so vom Typ her finde ich sie ausgesprochen interessant. Erfüllt nicht so die Wunschvorstellung von Frauenrollen, das kann man gleich dazu sagen, kann aber die Wunschvorstellung von Männern gegenüber von Männern, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie das bringt. Während ja lesbische Homosexualität nie verboten war, auch bei den Nazis nicht. Deswegen waren die Männer sehr benachteiligt. Sie fielen im Grunde beide, die Männer kamen eben ins KZ schließlich als Homosexuelle und die Frauen nicht. Also wir sind jetzt im Jahr 1943 und also mitten im Krieg und es konnte deswegen ein Film gedreht werden über
den Film, es konnte deswegen ein Film gedreht werden namens Journal in der Schweiz, weil die Schweiz ja nicht am Kriege beteiligt war und ein neutrales Land war. Also der Mensch hieß irgendwie wie Lazar Wechsler, glaube ich, und hatte auch das Drehbuch geschrieben. Sein Bruder hatte das Drehbuch geschrieben. Ja, vielen Dank für die Information. Das ist bei mir noch nicht so auf Dauer gespeichert, das Ganze, weil das ja jetzt neu alles zutage gekommen ist durch dieses Buch, das so diese Fälle, diese Filme zusammenstellt, wo eben kaum noch Spuren vorhanden sind, außer, glaube ich, Fotos in diesem Fall. Und da war ein genialer Gedanke von diesem Wechsler, der selbst Jude war, oder sagte ich das schon, und der ja eigentlich sicher in der Schweiz lebte und deswegen an diesem Film schon weitgehend gearbeitet hatte. Und zwar würde ich das heute so nennen, was er vorhatte, eine Gegenutopie. Das heißt also, die Vorstellung, wie es gewesen wäre, wenn Hitler gar nicht an die Macht gekommen wäre, wenn er vorher gescheitert hätte, weil die Leute sich gesagt hätten, das funktioniert ja alles gar nicht und bleiben wir doch lieber bei der Demokratie und wir wittern ja irgendwie schon Morgenluft und so weiter. Er hätte die nächsten Wahlen verloren, da wäre kein Hindenburg in Aktion getreten und hätte gesagt, hallo, ich bin jetzt Reichspräsident und ich ernenne jetzt mal Hitler zum Reichskanzler. Wenn das alles nicht gewesen wäre, weil die Nazi-Partei sich selbst zugrunde politisiert hätte, weil sie es übertrieben hätte, wie wäre das gewesen? Wie wäre das Verhältnis gewesen zur Sowjetunion? Da sind ja auch später Freundschaftsverträge von Hitler geschlossen worden. Die waren aber ja von Hitler eigentlich nur eine Enttäuschung gewesen, um die Sowjetunion zu überfallen, 1941 bekanntlich. Wie wäre das aber, wenn das dauerhaft gewesen wäre oder eine dauerhafte Freundschaft gar? Und dieses System, eine Gegenutopie zu entwickeln, das hat mich fasziniert. Aber natürlich die Nazis auf die Palme gebracht, als ich das rumgesprochen hatte, nach Deutschland. Und jetzt, wie gesagt, die Schweiz im Frieden, 1943 ringsrum alles im Krieg, brachen natürlich, ja, also man hat es nicht letztlich genau nachweisen können, dass es Nazis waren, aber wer anders als diese sollten ein Interesse da gehabt haben, in einem Film, der schon weitgehend abgedreht war, in die Archive und Kopieanstalten, wo der lagerte, einzudringen und ein gründliches, in Anführungszeichen, Werk der Verwüstung anzurichten, sodass heute keine Spur mehr zu finden ist von dem Film. Das ist sehr, sehr schade und betrübt mich, aber dass jetzt auf das Licht des Tages erblickt hat, ein Hinweis darauf, dass es diesen Film gegeben hat, halte ich für sehr, sehr wichtig. Also jetzt, Hitler war in dieser Utopie ja dann auch zu seinem Freund Benito Mussolini, nach Italien geflüchtet, wo er dann den Tod fand, in der Utopie. Und jetzt, im Jahr 2015, stoße ich auch auf diese Utopie-Debatte, die es ja überall gibt, wo man sagt, ach Gott, Leute, wir haben ja gar keine Utopien mehr. Und ja, wir müssen das Beste aus der Situation machen. Ja, Ärger in der Familie, Familienaufstellung, Ärger in der Wirtschaft, kommt dann nicht weiter. Na ja, dann muss ich eben gecoacht werden, um wieder wirtschaftstauglich zu werden. Und lass mich coachen von diesem und jenen. Selbst die Bank, wenn die sagt, Kredite zurück, die kann einen Coach bereitstellen, damit man wieder banktauglich wird. Aber alles nur so retro, 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 wieder an den Punkt zurück, an dem der Schaden angefangen hat. Wie wäre es denn mit dem Punkt voraus, wo man den Schaden beheben kann? Das ist eben Utopie. Denn es gibt also positive Utopien, das ist eigentlich damit gemeint. Negative, das ist schon begrifflich, gibt es das gar nicht. Also, das ist heute, lebt es davon jetzt auch wieder, dass diesen Utopie-Gedanken, den eben, wie hieß er nun noch, Lazar? Wechsler. Ja, Henschler. Wechsler. Warum kann ich mir den Namen nicht merken? Weil der Name Wechsler ist natürlich irgendwie so jüdisch impliziert. Ist eigentlich ein unangenehmer Name für einen Juden, denke ich mir. Aber
Und ich habe eben so einen inneren Widerwillen, weil ich diese Assoziation gar nicht haben will. Also in Gottes Namen, Herr Wechsler. Aber solche Geschichten müssen doch auf den Tisch, die müssen bekannt werden. Nicht nur, dass man sagt, oh jammer, 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 sondern da ging es tatsächlich weiter. Und er hatte ja sowas von recht mit seiner Utopie. Ja, zwei Sachen möchte ich noch dazu sagen. Also ich war jetzt in diesem Gedanken, dass er jetzt auch andererseits das Wort Utopie ja wieder auflebt. Also es gibt ja jetzt eine Bewegung, die sagt, naja, also Herr Marx mit seinem Kapital hat ja gar nicht so Unrecht gehabt. Er hat wirklich ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell entwickelt, das ja funktioniert hat, weil es flexibel war, sich jederzeit einstellen konnte, war keine reine Lehre. Und er hat dadurch viele Menschen aufbauen können. Selbst Lenin hat ja gesagt, das Kapital ist ein System, das wir uns im Sozialismus auch bedienen können, oder dessen, müsste ich sagen, grammatikalisch richtig, wir uns im Sozialismus auch bedienen können. Denn so ein flexibles System haben wir bisher, sagt Lenin, 1911 schon, haben wir ja bisher nicht entwickelt. Und die Leute, die immer sagen, hier Anti-Marx, Anti-Kapitalismus, das ist zu wenig. Sondern wir müssen so schlau sein, ein funktionierendes System für unsere Zwecke zu nutzen. Und was gibt es heute? Bücher über Bücher, die jetzt erscheinen über, wie heißt das jetzt, Accelerationismus oder so ähnlich, die das zum Thema haben, also dieses marxische Kapital, was da drin steckt, zu nutzen für unsere Zeit, für diese Jahre, in der wir leben. Also das ist das eine. Der Gedanke dieser Utopie wird wieder aufgelöst, so ähnlich wie sie Herr Wechsler, und jetzt habe ich die Assoziation, dass ich den Namen nie mehr vergessen werde, entwickelt hat. Und andererseits ist es natürlich auch etwas Gefährliches gewesen damals, muss ich also auch sagen. Vielleicht liege ich da ja auch völlig falsch, aber wo wir nun mal dabei sind, dass wir ja diesem Gedanken, also der Nazi-Gedanke war ja natürlich auch aus ihrer Sicht eine ganz große Utopie, wir erlangen die Weltherrschaft und ziehen unseren Nutzen daraus und sparen die Kosten innen für Behinderte und Kranke im eigenen Bereich. Wenn die sich mit ihren Anstalten selbst ernähren können, dann ja, meinetwegen. Aber nach außen machen wir dann alle anderen tot, die uns im Wege stehen. Reines Kosten-Nutzen-Denken, nicht? Was ist uns wirtschaftlich nützlich? Steht dahinter. Darüber habe ich ja auch mal geforscht und will mich jetzt aber in dem Thema nicht verlieren. Andererseits könnten die Nazis ja sagen, aha, okay, also wir haben eine Utopie, mit der wir ja jedenfalls im Jahr 1943 noch so weggekommen sind, auch wenn es an zu wackeln fing. Und dann gibt es eine Gegenutopie in der Schweiz von Herrn Wechsler, den Brüdern Wechsler. Und ja, diese Utopie ist ja nun ganz offensichtlich gescheitert. Wir werden diesen Krieg gewinnen und wir werden weitermachen, gestärkt dadurch, dass unsere Feinde alle am Boden liegen. Sodass man bis zu diesem Gedanken, also bis zum Film von Jud Süß und so weiter, diesen antisemitischen Film, ja nun weiter sind als der Jude da in der Schweiz. Er widerlegt sich also praktisch selber, dass wir in diesem Jahr noch völlig siegessicher und dabei sind, unsere Utopie zu verwirklichen. Also darüber müsste man mal sprechen. Ich weiß nicht, ob Seminare da schon angesagt sind, aber ich bin ganz sicher, die Forschung geht an diesem Punkt weiter. Es gibt ja zwei Elsa-Filme, nicht? Also der eine Film Elsa, der ja in aller Munde ist, das ist ein Film von Oliver Hirschbiegel, der ja auch der Regisseur von Untergang war, dieser super Fernsehgerecht mit der Superquote und so weiter. Also ein Film, der ja volle Empathie entwickelt für den armen alten Führer, der da in seinem Bunker sitzt. Und man muss mit diesen Opas, ne, muss man auch irgendwie mal mitfühlen können. Das muss dem doch scheiße gehen da im Bunker. Also das ist eben
Oliver Hirschspiegel. Und wie komme ich noch auf Elsa? Ach so, der hat den Film Elsa gedreht mit der Jüdin, wie sie Brandström, nein, mit einer Jüdin drin, die jedenfalls von der die Ufa-Filmindustrie, das spricht Goebbels, ja, damals noch nicht wusste, dass sie Jüdin ist, weil sie bei ihrem Doppelnamen, den sie hatte, den zweiten Teil weggelassen hatte. Aber also Forscher wissen das, weil das auch in diesem neuen Buch, das den verschollenen Filmen nachgeht, auch ausdrücklich erwähnt worden ist. Also, die eigentlich selbst ins KZ gehörte, spielte also jetzt aktiv schon, bitteschön, als Statistin mit in diesem antisemitischen Hetzfilm, den größten aller Zeiten, Jud Süß von Veit Harlan. Dazu ist natürlich dann wiederum auch viel zu sagen, bis sie dann aufflog. Und wie das geschehen ist und wodurch, ja, das war Elsa Katzenstein, das klang ja nun schon auch so jüdisch, und sie nannte sich dann Elsa Stein. Ja, hatte das Wort Katze weggelassen. Also Elsa Katzenstein hat sich dann in diesem jüdischen Prototyp aller Hetzfilme, Jud Süß, nur noch Elsa Stein genannt. Das klingt also dann auch ziemlich, sagen wir, nach einem germanischen Namen. Und damit ist sie dann auch weiter durchgekommen. Wir haben, glaube ich, keine Informationen, ob sie dann nachträglich während der Nazi-Zeit aufgeflogen ist. Dann hätte man sie ja auch aus dem Jud Süß-Film herausgeschnitten. Also gedreht wurde dieser Film nach dem Kriege in Polen, wo eine Filmhochschule gegründet wurde, die ganz, ganz berühmt wurde in Lodz. Da wurde der Film fertiggestellt, stieß aber auf Ablehnung in Polen, erstaunlicherweise. Die wollten sich mit diesem alten Kram nicht mehr beschäftigen und sich mehr dem Aufbau der sozialistischen Wirtschaft widmen oder wie auch immer. Also es war so, dass das Schicksal dieses Films in Polen besiegelt wurde. Bei der Aufführung kam es zu Skandalen und zu Protesten der Studenten, die sich nicht mit dem alten Nazi-Kram beschäftigen wollten. Das sind aber natürlich auch so halbe Unterstellungen. Das muss wissenschaftlich noch mal festgezurrt werden. Aber es ist ja ganz bekannt, der Blick sollte auch seitens der Partei, also der Partei, eben nach vorne gelenkt werden, Aufbau einer funktionierenden Wirtschaft und Häuser wieder bauen, die Vergangenheit pflegen und so weiter. Also lieber die alten Bürgerhäuser in Danzig renovieren, als sich mit der Renovierung alter Filme zu beschäftigen. Es kam da zu einem Skandal, zu Buhrufen und so weiter und so weiter. Also auch ein ganz trauriges Schicksal dieses Films. Wenn er jetzt in Deutschland bekannt geworden wäre, dann wäre in der Wirkung das Gegenteil eingetreten, sondern man hätte gesagt, ah ja, da war der Kalte Krieg ja schon voll entbrannt. Jetzt hier, Polen, Kalter Krieg, die hetzen jetzt auf gegen unsere Uferstars. Und 1950 war Veit Harlan ja schon in der ganzen Medien, in der Presse voll rehabilitiert. Er hatte mal so einen kleinen Prozess gehabt wegen Mordes auf Betreiben der alliierten Besatzungsmächte in Hamburg. Und da wurde er dann freigesprochen und auf den Schultern jubelnder Fans, also auch 1950 würde ich beinahe sagen, oder 51, aus dem Strafjustizgebäude herausgetragen und die Presse schrieb Jubeladressen, wie er sich da durchgesetzt hatte
gegen diese Aufarbeiter der Geschichte und die aufgrund der Besatzungsmächte dann zu irgendwelchen deutschen Urteilen zu kommen. Hier, ist unser Deutschland, das sind unsere Sachen, das ist unsere Justiz und wir sehen das alles andere und handeln nicht auf Befehl. Und wenn dann noch so von der Kalten Kriegsseite noch so etwas gekommen wäre, würden selbst die Besatzungsmächte nachdenklich geworden sein. Denn die machen ja den berühmten Schwenk, also vielleicht noch bis 50, 51 Nazis raus aus den führenden Personen und anschließend Nazis rein. Wir brauchen überall Nazis im offensiven Vorgehen gegen den Kalten Krieg, der ja vom Osten geführt wird und wo wir vielleicht mal die Ersten sein müssen, einen Schlag auszuüben. Das habe ich nun als Zeitzeuge, also wirklich buchstäblich alles im All mitgenommen und darüber könnte ich noch eine weite Stunde reden. Aber das führt uns dann von dem Film selbst weg und von dem wirklich ruhmlosen Wirken der damals aber noch bis dahin hochgeachteten Lodger Filmhochschule. Der Film Der nackte Rebell, gedreht 43, 44, also eigentlich, wo man hätte sagen können, vermuten können, da werden Filme gedreht, die die Zuschauer stählen sollen für den Endsieg, der damals dringend die Stählung gebraucht hätte. Aber da war schon das Gegenteil der Fall. Man wollte auch Filme haben, die so positive, heimatliche Gefühle hervorrufen sollten und auch eine gewisse Ablenkung zu den Unbilden des Krieges, wozu ja auch gehörte, dass die großen deutschen Städte alle schon weitgehend zerbombt und zerstört waren. Also, Der nackte Rebell spielte, glaube ich, das war doch der den Film gemacht hatte, wie hieß er nun noch, der Produzent vom Hitlerjungen Quecks. Karl Ritter, ja, mit diesem tollen Namen, richtig. Ach Gott, ja, das Langzeitgedächtnis kann Bilder hervorrufen, aber tut es nicht immer unbedingt selber. Ja, das war der Karl Ritter und der hatte dann der Hitlerjunge Quecks, das war doch mit Rühmann in der Hauptrolle, nicht? Also der war ja sehr bekannt und natürlich war Rühmann nicht so ein direkter Aufhetzer, aber in der Wirkung sollte er eben vorbereiten auf den Luftkampf und all so ein Zeug. Gut, jetzt also, oder auch gegen den Vater, der noch in der Weimarer Republik geboren war, nicht? Oder noch davor und dann seinen Sohn davon abhalten wollte, da sich Gefahren, Fliegen war damals auch noch gefährlicher als heute, so statistisch gesehen, auszusetzen. Und der Junge sagt, hier, alter Papa, nicht? Das ist jetzt mein Ding, das mach ich und da hast du mir gar nichts zu sagen. Also so denke ich mir, kann man das so ganz kurz mal so lapidar beschreiben. Also jetzt aber, statt dem Hitlerjungen Quecks und den immer anständig gekleideten Rühmann, ja, jetzt mit einmal ein Held komplett nackt. Und das entsprach dem Jugendkult dieser Zeit, nicht? Die Alten eben noch mit diesen steifen Kragen, den Vatermördern, auch bezeichnender Name, nicht? Den man gefunden hatte, mit Fliegen oder Schlipsen, dunklem Jackett, Hut auf und so weiter, wie sich heute nur so abgefahrene Pop-Hippies wieder leisten können aus dieser falsch verstandenen Retro. Aber ich verliere mich jetzt in völlige Nebenan. Also das hat der Film eben ausgelöst. Gegenbild zum Quecks, also der nackte Quecks sozusagen. Und der hatte sich vorgenommen, nackt auf die Berge zu wandern. Also, boah, das waren doch die Karawanken. Die Karawanken und hieß da nicht eins Voglerspitze oder so ähnlich. Es tut ja auch nichts zur Sache. Es war jedenfalls ein spitzer, hoher Berg. Der Koglergipfel. Koglergipfel. Ah ja, vielen Dank für die Hinweise. Das sind jetzt alles Hinweise, die aus dem Off kommen, die mir aber helfen, das alles jetzt in einen gewissen Zusammenhang zu bringen. Man wird ja merken, ich bemühe mich, einen sehr exakten
Zusammenhang zwischen verschiedenen Gedanken und Interpretationsmöglichkeiten hier zu schaffen. Und also ich bin mit mir ganz zufrieden. Also nackt auf die Koklerspitze, jetzt habe ich es jetzt wieder. Und das war damals, also bitteschön, hatte ich gesagt, der Film war 43, 44. Ja. Die deutschen Soldaten bekleidet, notgedrungen, weil in Uniform. Ja. Die kämpften nicht nackt, noch wie die alten Griechen. Die kämpften nackt. Ich muss mal von dem Nacktheit-Thema runterkommen. Aber natürlich war es das Zentrale, was man sah, diese herrlichen Gestalten. Die wurden ja auch alle ganz jung eingezogen, noch erst als Flakhelfer. Nein, oh Gott, ich muss auf diesen Film zurückkommen. Ich wollte nur sagen, ich stelle mir also, wie diesen wunderschönen Menschen, diesen nackten Menschen, der da auf die Berge stieß. So habe ich mir auch immer, ja, der hat mit, das war Luis Trenker. So habe ich mir auch immer den, noch jünger aber, den Saul vorgestellt. Der schöne Saul, von dem wir ja schon gesprochen haben. Ja, warum habe ich meine Hände auf dem Kopf? Ich weiß gar nicht warum. Ich nehme sie mal wieder runter. Also es war einfach nur so, das sollte, denke ich, interpretiere mich jetzt mal selber. Die Vorstellung überwältigt mich. Ja, also ach, hätte ich das doch irgendwie vernünftiger mitteilen können, aber nun läuft es halt mal so. Ja, aber die Entrüstung war natürlich groß, 43, 44, muss man sich vorstellen, nackte Nazis. Ich weiß gar nicht, ob er Nazi war, aber vermute das mal so. Aber oder die Nazis, er wurde missbraucht, auch wieder ein missbrauchter, schöner, junger Mann, missbraucht von den Nazis, die sich auf diese alte Freikörperkulturbewegung, die Aufnahmen zunächst mal fortführten als Opposition gegen diese Väter mit den Vatermördern. Ja? Davon lebte, von dieser Jugendkultur, und die aber bis ins Letzte missbrauchte. Aber die Nazis hatten sich die zunächst mal zu eigen gemacht. Und zwar würde ich sagen, ging die Entwicklung nahtlos vom Jahre 1904, 5 los. Da gab es auch in der Schweiz diesen Berg der Wahrheit, Monte Verita, wo sich Leute versammelten, die Utopien haben, und wo auch die, sagen wir mal, die interne Vorschrift, ist zu viel gesagt, aber Usus war, nackt zu sein und auf diesem Berg herumzulaufen. Und unter diesen Nackten, die da liefen, waren ja auch Anarchisten, die dann andauernd ins Kittchen kamen, zur Kaiserzeit noch. Wie Erich Mühsam. Oder aber selbst dort wurde gesehen, obwohl es leider keine Nacktaufnahmen gibt, Wladimir Ilitsch, also Lenin genannt, auch zusammen mit der Wüstenboheme und der ganzen Jugend, die dann auch von München immer ständig nach Norditalien fuhr, um diesen Nacktkult zu pflegen. Und den gab es eben bis 43, 44 in Gestalt von Luis Trenker, von dem gibt es sonst auch ganz wenige Nacktaufnahmen, nehme ich an, aber ich habe keine gesehen. Und die muss es ja aber auch geben, dann kann man sich das noch konkreter vorstellen. Ich muss jetzt mal endlich davon zurückkommen. Aber nun, das Besondere war, Luis Trenker hatte Charakter. Und er hat gesagt, ja, ich spiele einen nackten Bergsteiger, der zur Stärkung heimatlicher Gefühle auf diese Koklerspitze steigt, und zwar irgendwie beinahe täglich. Ich habe das nicht so ganz verstanden wie im Einzelnen, tut auch nichts zur Sache. Und jetzt soll ich aber auch spielen, dass auf dem Wege zum Gipfel es in der Schweiz noch, ich nehme an, bis auf den heutigen Tag, eine aktive jüdische Gemeinde gab, die das überhaupt gar nicht gut fanden, dass dieser Film da gemacht würde. Das hatte sich auch herumgesprochen, und dass dieser nackte Mann, das passt nicht zum Kaftan, zu den Locken und so weiter, das lassen wir nicht geschehen. Und der Witz war, der Luis Trenker also musste, und es gibt ja auch Filmaufnahmen davon, musste also schon nackt gelaufen war sein, durch das Tal, in dem sie lebten, oder neben das Tal, genannt das Teufelstal. Und dann hatten die eine Falle vorbereitet, dass hier unser hochgeachteter Freund von Leni Riefenstahl, nicht? Wohlgemerkt, Luis Trenker,
da durch dieses Tal ging, zu deren Ärger, und hatten eine Falle vorbereitet. Die hatten also riesige Felsbrocken aufgeschichtet an dem Weg, die dann niedergehen sollten wie eine ganz schwere Lawine auf Louis Trenker und dann mit diesem ganzen Unwesen Schluss machen sollten. Und das gehörte zum Skript des Films, dass er das tun sollte. Es stand also ganz konkret bevor. Ob die das nun wussten, dass es dieses Skript so gab und so vorsah, also ob sie es ahnten, ob sie es im Gefühl hatten, das weiß ich nicht. Dieses Attentat ging also leider dann daneben, weil es rechtzeitig entdeckt wurde. Von einem Hund. Von einem Hund, der merkte, hey, hier läuft was schief. Ja. Das war richtig, das war ein Hund gewesen. Ich nehme an, natürlich ein deutscher Schäferhund. Und der dann diesen Berg, also diesen Bergsturz erfolgen sollte, an mit seiner kräftigen Schnauze, ja, an einer Stelle, die einzige, die es gab, in Bewegung brachte und die dann mit den Juden im Teufelstal ein für alle Mal ein Ende machte. Und was geschah? Louis Trenker sagte, nackt, das spiele ich, aber das durch mich, die Leute im Teufelstal, Leute, sagte er vor sich selber, genauer gesagt, die Juden im Teufelstal, tot machen sollte, geht schon mal gar nicht. Das mache ich nicht mit. Ich steige hier aus dem Film. Und es ist ja wie ein Wunder, dass er Louis Trenker da überlebt hat. Aber trotzdem, also dieser kuriose Film, wenn es auch ja eigentlich ein reiner Nazi-Film war, aber mit der Geschichte, die dahinter steht, das wäre so ein wertvolles Zeugnis, würde aufwerten, also was schon fast bedenklich ist, was alles an Filmen gedreht wurde und nicht fertig gedreht wurde oder zerstört wurde oder kaputt gemacht wurde. Denn dann hätten die Nazis auch wieder ein Argument gehabt, ja, das sind ja nicht alles Propagandafilme, da ist ja auch dieser Film mit Louis Trenker und so weiter, das war ja nun aber sowieso ein Nazi-Film, auch andere Filme, ja schön, das waren eben Kommunisten, die dahinter stehen, aber das gab es ja bei uns auch, also die haben sich sozusagen selbst schwer gemacht, indem sie all so etwas ausgerottet hat mit eiserner Faust, alle tot, alle ins KZ und so weiter und so weiter. Ja, rückblickend ja, aber das klingt deswegen komisch, weil ja eben in Deutschland weitgehend auch durch die Tätigkeit der FSK, muss man sagen, schon mal Jugendlichen eine gewisse, was den Film jetzt auch betrifft, Nazi-Kompetenz erreicht worden ist. Die haben in der Schule genug gehört und können mit den Bildern umgehen und werden medial ja sowieso versorgt ohne Ende. Kein Vampirfilm, wo nicht ein Hakenkreuz vorkommt und oder Nazis auf Deutsch sprechen in USA-Produktion, sagen die mit einmal irgendwie, bei sechs bist du tot und dann erzählen die Ratebrechen immer sechs, fünf, vier, drei, zwei. Das ist ja ohne Ende, was du da siehst. Nur Nazis über Nazis, nicht? Das heißt also, die Wirkung, das wird in der FSK so gesehen, ist heute gleich null und ist eher eine Anti-Nazi-Wirkung, weil man eben lacht darüber. Und das ist bei diesem Film auch zu erwarten. Also wenn man da in einem Ausschuss sitzen würde, dann würde man sagen, also der Film, ich kann natürlich nicht sagen, der Film existiert ja nicht, ich habe ihn ja auch nicht gesehen, also, aber der ist für Jugendliche also sicherlich nicht auf Dauer schädlich.